Hallo Leute, ich werde oft gefragt, sag mal, machst du das eigentlich umsonst, kostenlos, die ganzen Neologismus-Folgen? Und darauf gebe ich euch jetzt eine Antwort. Nein, tue ich nicht. Natürlich werde ich dafür bezahlt. Und in was ich bezahlt werde, das will ich euch jetzt mal zeigen. Das ist richtig grandios. Guckt euch das an. Das ist meine Bezahlung für meine Neologismus-Folgen, die ich jede Woche in mühseliger Arbeit drehe und euch zur Verfügung stelle. Gut, dann fangen wir doch gleich mal an. Was sind Flimmerkosten? Also, ich kann mir gerade noch nicht vorstellen, Flimmerkosten. Mhm. Vielleicht Kosten, die da sind und wieder nicht. Könnte auch was mit Licht zu tun haben. Flimmern? Oder was mit Essen von der Kost? Ich weiß nicht. Was kann das noch sein? Ja, wenn man es flimmert. Und es kostet Geld. Vielleicht so eine flimmernde Lampe. Und die kostet Geld. Die kostet Strom, während sie flimmert. Das könnte sogar sehr plausibel sein. Ja. Nehmen wir das. Ja, gute Idee. Wäre eine ganz gute Idee. Okay, was war das nochmal? Eine Lampe, die flimmert und dann Geld kostet, wenn sie an ist. Okay, aber eine Lampe kostet immer Geld, wenn sie an ist. Aber wenn schon, wenn sie flimmert, mehr. Wenn sie aus ist, während sie flimmert, sie geht aus und dann kostet sie nichts mehr. Wenn sie wieder angeht, dann kostet sie. Okay. Ganz interessanter Gedankengang, wir wissen es. Ja. Okay, nein. Ah, Mann! Haben wir noch eine Idee? Habt ihr noch eine Idee? Kosten, die da sind oder nicht? Kosten, die da sind, das ist schon mal gut. Ah, das sind 20 Jahre, da hat es ja keine Kosten, ne? Eben. Aber wofür? Was sind Flimmerkosten? Flimmerkosten. Kosten, die flimmern. Deine Meier! Das sind Kosten, die man bezahlen muss, wenn der Fernseher flimmert. Warum sollte man Kosten bezahlen, wenn der Fernseher flimmert? Weil es Flimmerkosten sind. Naja. Weil das eine gewisse Einstellung am Fernseher ist, eine neue. Ja, genau. Okay. Ich denke, ja, Flimmerkosten sind dazu da, wenn der Lichtschalter mal irgendwie kaputt ist, weil das ja repariert werden muss. Und deshalb muss man dann Flimmerkosten bezahlen. Ach, du meinst Reparaturkosten? Schaden durch einen Pokéball oder so. Ne? Reparaturkosten für den Elektriker. Sowas bei. So was ähnliches, ja. Okay, ja. So eine Schadensersatzleistung. Nein. Nur für die das machen. Also mit Fernseher lagst du ja schon mal Gold richtig. Okay. Flimmerkosten, ja. Fernseher. Ganz einfach. Wenn man den Fernseher anstellt. War der erste, ab dem ersten Filmmoment fängt er an zu flimmern. Und das sind die Kosten. Ja, das sind ja die Flimmerkosten. Tada. Genau. Flimmerkosten. Die EZ fällt mir da sofort ein. Ja, ich wollte jetzt auch sagen, fürs Fernsehen. Für ja, richtige Antwort. Für das wäre jetzt meine Idee ja, dafür. Stimmt auch. Würde ich auch sagen. Flimmerkosten. Ja, stimmt. Cool. Das ging ja schnell. Okay. War ein Blitzgedanke. Ja, das ist mir aber auch gleich eingefallen. Hast du schon mal irgendwie deinen IQ messen lassen? Der müsste irgendwie so bei 250. Ja, man sagt da Flimmerkasten und ja, dann dazu halt Kosten, also. Und jetzt hast du auch noch genau erklärt, wie dieser Begriff zustande kommt. Sag mal, weißt du eigentlich, was für awesome Personen du kennst? Ja, Klugscheißer. Jetzt ja. Ich werde häufig gefragt, sag mal, machst du das eigentlich umsonst, Neologismus, oder was kriegst du dafür? Du musst ja auch irgendwo wohnen. Ja, das stimmt, ich muss irgendwo wohnen. Deswegen werde ich euch jetzt mal meine Bezahlung für die täglichen wöchentlichen Neologismus-Folgen zeigen. So. Das sind nur exemplarisch zwei von ganz, 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 ganz vielen Wohnanlagen, die mir als Bezahlung für Neologismus geboten werden.
So, jetzt wisst ihr Bescheid. Und wir machen weiter mit dem zweiten Neologismus. Er lautet Fleischmütze. Eine Fleischmütze. Ich habe das Wort aber schon mal gehört. Das heißt, also ich kann mir vorstellen, eine Fleischmütze ist, wenn man von einer Person die Kopfhaut abreißt und die dann so... Und die dann so... Naja, es muss irgendwie... Oh, nein, wo fällst du uns hin? Nein, lass sie doch. Nein. Und die dann, so verarbeitet, dass man sie als Mütze tragen kann. Ja, na, es reicht doch, wenn du die Haut abziehst, dass du ich würde sagen, eine Fleischmütze ist ein Lederhut oder so, oder? Ich bin voll deiner Meinung. Was? Genau. Wie bitte? Eine Fleischmütze wäre doch eher was aus Leder, weil es ist ja auch Haut. Also könnte man sagen, es ist ein Lederhut oder so. Okay, ich hatte dich gerade eben nicht verstanden. Was hast du gesagt? Ich finde die Vorstellung schon ganz okay, dass man, wenn man jemanden den Kopfhaut so abzieht, kann man die sich so aufsetzen. Ja. Weil ja. Leder ist ja nicht wirklich Fleisch. Das ist ja schon nicht mehr. Aber Fleisch klingt, als wäre oder das man frisch, hat es einfach auf so ein bisschen blutig. Mütze gemacht. Ja, aber man muss das Blut hier dann noch so runter. Aber man muss ja darüber nachdenken, dass viele Wörter, die etwas beschreiben, also das ist nicht immer wortwörtlich gemeint. Zum Beispiel Leberkäse besteht ja nicht aus Leber und Käse. Das stimmt. Moment, hallo, was, wie, nicht? Nein. Seit wann das denn? Ist das neu? Ist das von der neuen Lebensmittelverordnung? Ja, das Leber und Käse? Das wird gemeint sein von Ihnen, weil... Also wirklich, ich schau mich so komisch an. Also ist es wahrscheinlich kein echtes Fleisch. Es sieht nur aus wie Fleisch. Er verarscht schon. Vielleicht ist es was anderes, aber es ist Fleisch. Manche wissen auf Michael Jackson passiert. Okay. Man könnte das vielleicht zusammenfügen, dass wir dann eine Fleischleberkäsemütze haben. Wir können doch einfach aus Matt irgendwie so eine Mütze machen und dann immer aufsetzen. Aus Matt Mützen machen? Ja. Na, Matt-Mütze klingt gut. Matt-Mütze. Ja, Matt-Mütze. Matt-Mütze klingt doch Matt-Mütze klingt dann eher wie eine Mütze, die man auf ein Metal-Konzert trägt. Stimmt. Mann. Oder eine Mütze, die einen verrückter trägt. Eine Matt-Mütze. Ja. 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 Und gleichzeitig hat man auch Essen für zwischendurch. Vielleicht ist es aber auch keine Mützenmütze, sondern irgendwas anderes, was man nur Mütze nennt, weißt du? Was man nicht auf dem Kopf hat. Sehr gut, cool. Damit kommst du doch der Fleischmütze schon sehr, sehr nah. Es ist vielleicht fleischfarben und man setzt es woanders drauf, so mützenartig. Oder ja, es ist halt, ja genau. Ja. Es ist ein Flaschenwärmehalter. Genau, so. Ja, ja. Ein was? Es gibt ja diese... Es gibt ja diese Stofftaschen, die man in Flaschen drin macht und dann werden die isoliert. Richtig, ja. Genau. Genau, das ist jetzt das mit Fleisch. Na klar, wenn man warmes Fleisch hat, genau, dann setzt man das drüber, damit das Fleisch nicht kalt wird. Ja, das ist geil. Das ist Fleisch. Ja. Wenn man so Fleisch für irgendein Gericht hat und dass es nicht kalt wird, dass man das da drüber setzt. Ja, genau. Ein Fleischwärme auf dem Deutsch. Aber es hört sich die Fleischwärme jetzt einfach dumm an. Eine Mütze aus Fleisch, die auf dem Kopf ist. Warum sollte man sich eine Mütze aus Fleisch auf den Kopf setzen? Für unterwegs, wenn man Hunger hat. Zur Bärenjagd. Zur Bärenjagd? Genau, da lockt man die am besten an. Super, das ist ein ganz toller Trick. Ich setze mir eine Mütze aus Fleisch auf, lock damit den Bären an, damit er mich gleich komplett auffrisst. Nein, man jagt sie ja. Selbstmord begehen? Ja. Oh mein Gott, nein. Doch. Hey, jetzt sagt sie mir, dass ich Selbstmord begehen will. Da fand ich deine Erklärung aber schon logisch. Eine Mütze aus Fleisch, die man sich aufsetzt, wenn man unterwegs Hunger hat, dass man dann muss es aber gebratenes Fleisch sein, ne? Oder? Oder geräuchert. Ja, oder geräuchert, ja. Aber ist das wirklich so, dann mehr Wurst oder mehr Fleisch? Beides. Warum nicht beides? Wir brauchen beides. Gibt es dann die Fleischmütze so in verschiedenen Geschmacksrichtungen? Ja, also eine Salamimütze oder? Okay, ist in der Mütze dann irgendwie noch so ein Topf integriert, wo man Senf reinfüllen kann, dass man ein bisschen noch Senf zu dem Fleisch auch dabei wie hat? Diese mexikanischen Mützen, wo die so hier, was ist denn das? Du meinst diese essbaren Sombreros? Genau, wie diese essbaren Sombreros. Also quasi so ein essbarer Sombrero aus Fleisch, wo am Rand so Senf reingefüllt ist. Zum Beispiel, das ist cool. Das gefällt mir. Da könnte man dann außer statt Senf auch noch irgendwie sowas Gemüsiges reinfüllen oder so. Oder Reis oder irgendwie sowas. Wollt ihr auch noch Gemüse dazu? Hey, die Vegetarier, du kannst ja auch, keine Ahnung. Ja, dann habt ihr eine Fleischmütze und Gemüse dafür. Genau, dann kann der Vegetarier das Gemüse essen und der Fleischesser ist dann den Sombrero. Ich finde das total logisch. Die meisten Vegetarier haben schon was dagegen, wenn das Fleisch auf demselben Grill liegt wie ihr komisches Gemüse.
und dann demnächst eine nur vegetarische Mütze. Ist dann noch eine Gemüsemütze oder was? Ja. Eine Tofu-Mütze. Ja. Eine Tofu-Mütze, super. Eine Fleischmütze. Ich habe da leider schon so eine Vorstellung. Und die ist nicht gerade jugendfrei. Ein sehr alter Sketch mit Puppen gewesen, aber das war Mütze Glatze. Das ist echt Glatze. Muss ich es wirklich erklären, nein, was ich mir im Kopf habe? Fleischmütze. Also eine Fleischmütze. Eine Mütze aus Fleisch oder eine Mütze für Fleisch? Nein, also ich, also wie gesagt, eine Fleischmütze, das, was ich darunter mal verstanden habe, ich sage es heraus, die Vorhaut des Penis. So habe ich das mal quasi gehört, aber mehr kann ich da jetzt nicht sagen. Des männlichen Genitals, Vorhaut des männlichen Genitals, daraus, woraus David seine Schilde, Goliath seine Schilde gemacht hat. Ja, wenn er das sagt, dann bin ich auch dieser. Du bist auch da. Ansonsten ist eine Fleischmütze vielleicht auch einfach nur was, was, keine Ahnung, vielleicht tragen die Steaks. Vielleicht hält das wie bei Fleisch war. Vielleicht, ich weiß es nicht. Wie bei so Klopapierrollen meinst du so? So Hähnchen. Ja, vielleicht. Und dass Schweine das einfach aufhaben, bevor sie geschlachtet werden. Oder Kühe. Nein? Oder Hähnchen. Stell dir vor, Hühnchen mit süßen Häkelmützen. Ich finde das halt schöner als das andere, was ich gesagt habe. Hühnchen mit Häkelmützen. Ganz toll. Das ist ganz weit vorne. Fleischmütze ist einfach nur die Kopfhaut. Oder die Kopfhaut. Ein Skype. Ja. Ich krieg das hier so von der Vögelchen geflüstert, dass eine Fleischmütze einfach nur ein abrasierter Kopf ist. Oder eine, also ein Kopf ohne Haare. Und den nennt man? Eine Kopfmütze, weil. Eine Fleischmütze, weil ja, das nennt man. Fleisch ist. Eine Glatze. Ja, genau. Eine Glatze. Ja, genau, das ist es. Oh, zum Glück ist es nur eine. Hier es aus ist, der Ecke. Das es ist zum Glück wirklich nur eine Glatze. Oh Gott. Jetzt habe ich mich eigentlich voll in die Nesseln gesetzt. Ja, ja. Ja, ja, aber ich habe es halt irgendwoher mal gehört. Ich werde oft gefragt, sag mal, die Leute, die du bei Neologismus befragst, machst du das auf der Straße oder kommen die zu dir? Oder wie läuft das? Diese Leute kommen zu mir und ich bringe sie auch unter für eine Nacht, denn sie müssen ja auch irgendwo schlafen. Und wo sie schlafen, das zeige ich euch jetzt. So, da. Das ist deren Unterkunft und es hat sich noch keiner beschwert. Beziehungsweise Beschwerden gab es schon, aber danach konnten die sich über nichts mehr beschweren. Wir sehen uns am nächsten Mittwoch.